Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, hier auf dem Autodromo Internazionale Enzo Idino Ferrari hier in San Marino. Ja, und ihr seht schon, die Qualifikation fängt schon an. Ich lasse mal ganz kurz die Namen eingeblendet, weil so kann man es ein bisschen besser sehen, gerade wer wo ist, weil die Boxengasse ist hier ziemlich lang. Ihr seht, im Vergleich zum letzten Jahr fahren wir eine etwas andere Strecke, und zwar die neuere Version hier aus San Marino. Nämlich die, wo es die letzte Schikane nicht mehr gibt, sondern eigentlich fast nur noch eine komplette lange Gerade ist. Und ja, wir befinden uns im fünften WM-Lauf hier, beim zweiten Lauf hier in Europa. Hiernach gibt es noch einen Lauf in Europa, und zwar in Aragon. Und dann gehen wir erstmal wieder übersee nach Nordamerika. Und ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie das hier sich ausgehen wird. Wir fahren auf jeden Fall auf einer Strecke, hier, die doch ziemlich viel Historie hat, sage ich mal. 1994 ist er hier auf der Strecke Ayrton Senna verstorben, und natürlich auch Roland Ratzenberger, nicht zu vergessen. Und ja, eigentlich aus dem Rennkalender rausgenommen, in der WFL ist es bereits zum dritten Mal ein Austragungsort hier. In der ersten Saison waren wir nicht, in der zweiten und dritten waren wir es, und in der vierten sind wir es auch wieder. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall schon einige Fahrer auf der Strecke. Sebastian Vettel, Gabby Mantel, Max Verstappen haben wir schon gesehen. Wir haben Michael Chip gesehen. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele Fahrer schon auf der Strecke. Und normalerweise müssten auch so langsam die ersten Fahrzeuge gleich über die Linie kommen. Ich glaube, es müsste sogar Lewis Hamilton sein, ne? Ja, so ist es auch. Lewis Hamilton ist der Erste, der auf eine Runde geht. Und von daher bleiben wir mal auf ihn. Und hier sehen wir die lange Gerade. Es ist einfach nur Topspeed, alles Vollgas geben. Und jetzt gehen wir hier so in den altehrwürdigen Teil, und wir sehen Lewis Hamilton auf jeden Fall mit dem Medium-Reifen unterwegs. Danach müsste auch Max Verstappen gleich über Linie kommen. Aber noch hat die Runde erst angefangen. Hier geht es wieder bergab. Hier quasi ins Tal reinfahren. Dann wieder hier sofort bergauf. Also ziemlich viel bergauf und bergab hier in San Marino. Aber das ist man ja gewöhnt. Und jetzt hier diese Schikane mit diesem doch sehr, sehr krassen Curbs, muss man sagen. Und jetzt geht es hier wieder schon bergab. Lewis Hamilton wird so, ja, ich vermute einfach mal eine 1,20 so ungefähr auf dem Tisch legen. 1,19. 1,18,8. Was fährt Verstappen? 1,16,6. Also doch nochmal um eine Nummer größer. Ricciardo fährt eine 1,17,695. So, und jetzt haben wir Rose auf der 3. Raikön auf der 5. 1,18,9. Kiette 1,16, Chip auf der 2 mit einer 1,17,3. Vettel haben wir hier auch unterwegs. Erster Sektor Rückstand ein bisschen. Petrat auf der 8, glaube ich, ne? Ja, der wurde hier aufgehalten. 1,19,0 wurde dort von die Rester aufgehalten. Fährt er vielleicht jetzt noch eine Runde? Nein, er geht jetzt erstmal in die Box. Gabby Menzel 2,5 Sekunden langsamer. Also da muss auch irgendwas gewesen sein. Vettel haben wir auch mit 2,1 Sekunden. Was war denn da los bei denen? Schauen wir mal kurz. War da irgendwo ein Fehler oder sowas? Ach, wahrscheinlich wegen dem... Ah, wegen dem Standbild. Alles klar. 1,18,8. Bloß für Vettel ist nochmal der 5. Platz. Aber es lag wegen dem Standbild, haben die da wohl extra Zeit drauf gerechnet. Interessant. Funabashi fährt noch nicht. Massa kommt jetzt. Das wäre jetzt im Vergleich, glaube ich, zu Petrat mal ganz wichtig, wo er sich einsortieren würde. Es ist auch bloß eine 1,18,9. Harrisburg haben wir hier. Was sagt da der erste Sektor? 0,5. Blomqvist. Arianto, haben wir Van Dorn, der jetzt rausgeht, Dillmann, Bottas, Kobayashi 1,5 Sekunden im Rückstand. Hoffmann ist auf die 13 nach vorne gegangen.
Es ist Platz 4 jetzt für Kobayashi. Sehr gutes Ergebnis. Rose ist noch auf der 5. Auch nicht schlecht. Ricciardo 6. Oh, hier haben wir Rich. Rich, fährt er noch eine Runde? Ne, der kommt in die Box. So, hier haben wir Sarah Harrisburg. Und da hat sich jemand wieder gerade nach vorne geschoben. Das war, glaube ich, Blomqvist. Harrisburg hier mit 1,1 Sekunden Rückstand. Wo geht's hin für die Kanadierin? Bis jetzt noch immer ohne Punkte. Platz 5. Da kommt Harianto gerade raus. So, da haben wir Hoffmann. Fährt er sogar noch eine Runde? Zweiter Sektor sieht auf jeden Fall jetzt besser aus. Eine Sekunde Rückstand. Könnte gut sein, dass er vielleicht jetzt noch mal eine Runde kommt. Nein, er geht in die Box. So, und das ist bin ich. Funabashi ist draußen. Harianto ist draußen. Van Dorn geht jetzt auf die Runde. Dillmann ist noch nicht. Und Bottas auch noch nicht. Also, bleiben wir erstmal bei Van Dorn hier. Kobayashi bis jetzt ganz gut qualifiziert. Erster Sektor jetzt von Van Dorn. Ja, schon fast 7/10 Rückstand. Also im Vergleich zum letzten Jahr der Männer Marussia nicht mehr dort, wo man mal war. Zweiter Sektor 1,5. Das ist, ja, solide, den, sag ich mal, Abstand. Also erster Sektor 7/10, jetzt hier nochmal 8/10. Also wenn das so bleibt, werden es wahrscheinlich nach am Ende so knappe 2 Sekunden sein, die er verliert. Und Van Dorn kommt jetzt erstmal über die Linie. Und ist 9. hinter Kobayashi. So, da haben wir Harianto. Der fährt auf Bestzeit ersten Sektor. Funabashi ist hier noch ein bisschen weiter vorne. Dillmann geht jetzt raus. Bottas fährt noch immer nicht. So. Wie gesagt, Funabashi ein bisschen weiter vorne. Das wäre jetzt im Fall, wo Vettel gelandet wäre. Zum Vergleich. Zweiter Sektor, 1/15 Rückstand. Da waren bei Vettel schon 2,1 Sekunden. Und Harianto war doch schon weiter vorne. Alles klar, Harianto erstmal auf der 1. 1:16:1 Funabashi auf der 5. Um 5/10 war er nochmal schneller als Max Verstappen. 1:16:1 Funabashi also jetzt auch auf der 5. Damit die beiden Red Bull erstmal vorne. Chip auf der 4. Felipe Massa auf der 3 wohlgemerkt. Chip 4. 5. Funabashi. 6. Ricciardo. 7. Blomqvist. 8. Harrisburg, 9. Nakajima und 10. Kobayashi. Das wären jetzt erstmal momentan. Doch da fehlen natürlich noch einige. Und zwar zum Beispiel der Herr Dillmann und Button. Button ist auf jeden Fall diesmal vorne vom Abschnitt her. Button. Das ist Platz 21 vor seinen eigenen Teamkollegen. Und Dillmann ist im ersten Sektor 1/4 zurück. Was sagt der zweite Sektor jetzt? Das Auto liegt auf jeden Fall gut. So viel kann man schon mal sagen. Hat trotzdem 1,1 Sekunden hier verloren. Könnte aber vielleicht noch für die Top 5 reichen. Wo ich mir könnte.
Aber für die Top 10 sollte es auf jeden Fall reichen. Und das ist Platz 6, 1, 17, 6. Und damit hinter Funabashi und vor Ricciardo. Und ja, und damit fehlt eigentlich jetzt noch einer. Und das ist Valtteri Bottas. Und der ist schon draußen. Zum Glück, sage ich mal, für ihn. So, wir gehen natürlich gleich einmal auch die gesamte Startaufstellung durch mit den Reifen, um mal zu gucken, einfach mal, wie es denn aussieht. Weil letztes Mal hatten wir es ja so, dass die Supersoft-Reifen in der Qualifikation komischerweise langsam waren. Im Rennen waren sie auf einmal wieder richtig gut. Und hier sieht es aber momentan so aus, als wenn die Soft-Reifen auf jeden Fall schneller sind als die Medium. In der Qualifikation auf jeden Fall auch. Und jetzt haben wir Bottas. Der Mann, der bis jetzt die einzigsten Punkte mehr für Williams geholt hat. Sarah Harrisburg hängt ja mal so ein bisschen hinterher. Erster Sektor, 6/10. Ist also ungefähr die Region von Tom Dillmann noch ein Ticken weiter hinten. Also so 7., 8. Platz würde ich ihn jetzt einfach mal einschätzen, dem Valtteri Bottas. Ja, ein bisschen langsamer als Dillmann. Und Dillmann ist ja wohlgemerkt auf dem Medium-Reifen gefahren. Jetzt kommt Bottas aber erstmal die Linie und das wird eine, ja, 1.18. Eine 1.18.0, ja, damit ist er 9. und damit vor Harrisburg. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal einmal hier von hinten nach vorne, gehen wir einfach mal durch. Also momentan letzter ist Paul Di Resta und der fährt mit Medium. Das sehen wir, Teamkollege Button auf der 23. Hoffmann nur auf der 22. Gabby Menzel auch nur auf der 21. Petrat, ja, der wird hier gerne nochmal eine Runde fahren, hat aber schon wieder Verkehr vor der Nase mit Rose. Auf der 20, Petrat. 19. ist Kjetil. 18. ist Kimi Räikkönen. Ja, und für Petrat ist natürlich besonders ärgerlich, weil der mit Soft fährt. Räikkönen nur auf der 18 und der fährt auch mit Soft. Hamilton 17. 18. Vettel, der fährt jetzt hier auch nochmal eine Runde. Oh. Na, jetzt haben wir wieder ein Leck, wo wir schön auf Vettel schalten. Rich auf der 15. Rose ist auf der 14 jetzt schon abgerutscht, Van Dorn auf der 13, 12. Kobayashi, 11. Nakajima, 10. Harrisburg, auch mit Soft, Bottas hier auf der 9 mit Soft, Blomqvist ist auf der 8 mit Soft, Ricciardo mit Medium auf der 7, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, 6. Dillmann mit Medium, auch sehr gut, 5. Funabashi mit Soft, 4. Chip, der fährt, glaube ich, auch mit Medium. Ja, so ist es nämlich. Massa auf der 3 mit Soft. Also, sauber ist hier. Ja, für Massa auf jeden Fall läuft es gut. Für den Herrn, ja, für den Herrn Petrat läuft es zum zweiten Mal hier in der Qualifikation nicht sehr gut. Er hat nämlich Verkehr vor der Nase. Und Verstappen ist auf der 2 und auf der 1 Haryanto. Der würde seine nächste Pole Position hören. Holen. Das wäre nämlich schon die 4., glaube ich, in diesem Jahr. Und wir schalten jetzt mal auf die 20. Petrat hat jetzt hier, so wie es aussieht, endlich mal freie Fahrt, aber im ersten Sektor schon 2 Sekunden Rückstand. Und von daher würde ich einfach mal sagen, hier tut sich gar nichts mehr. Von daher, ja, würde ich mal sagen, wir sehen die Zeiten, die werden nicht unbedingt schneller. Und falls sich großartig was tun wird von der Startaufstellung, würdet ihr es natürlich nachher sehen. Und von daher verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Es sind zwar noch 30 Sekunden, aber die werden einfach mal schnell zu Ende laufen lassen. Und ja, von daher sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim Rennen und mal schauen, wie das so ausgehen wird.